Hallihallo, willkommen zu einem neuen Ausbauvideo von uns. Passend zum ersten Frost, Nachtfrost des Jahres, kümmern wir uns mal um das Thema Heizung. Wir haben uns hier entschieden, auf jeden Fall wieder eine Dieselheizung zu verbauen. Wir waren bei den letzten Campern so zufrieden mit Dieselheizung, dass für uns auf jeden Fall nicht in Frage kam, hier was mit Gas einzubauen. Und wir haben uns hier entschieden für die Truma Kombi D6E. Eine Heizung, welche, wie der Name das schon sagt, kombiniert ist mit Warmwasseraufbereitung, in dem da 10 Liter Wasser in dem, ich nenne es mal in dem Boiler, mit erwärmt werden. Und wir haben weiterhin die Möglichkeit, das Ganze über 12 Volt zu betreiben. Und das E in der Bezeichnung steht für Elektronik, das heißt Elektronik-Heizstäbe, die in der Heizung mit verbaut sind, sodass wir mal auf einem Stellplatz oder Campingplatz, wenn wir einen externen Stromanschluss haben, über 230 Volt, die ganze Heizung laufen lassen können über reinen Strombetrieb. Und damit haben wir quasi auf, zum Beispiel auf dem Campingplatz überhaupt keine Abgase und auch keine Geräusche jetzt im Außenbereich in Richtung Lüfter oder ähnliches für die Abgase. So, das ganze Gerät steht jetzt hier unter der Sitzbank, das werde ich jetzt gleich mal zeigen. Und ich werde mich heute damit beschäftigen, den Außenkamin zu installieren. Da müssen wir nochmal in die Außenhaut vom Auto einen Ausschnitt sägen, schneiden, wo das Ganze dann eingesetzt wird. Und was schon erledigt ist, das habt ihr gesehen in dem Video, wo es um die Sitzgelegenheiten ging, der Dieselanschluss und die Dieselpumpe, das ist schon verlegt unter dem Auto. Die Sachen liegen ja hier schon vorbereitet. Das werde ich jetzt in dem Video nicht nochmal zeigen. Genau, also heute Wandkamin und dann geht es weiter mit den Elektronikanschlüssen, Warmluftverteilung und was auch noch kommt, ist der Abgaskamin. Ja, auf diesen Wandkamin kommt von außen dann diese Verkleidung drauf und um das Ganze zu installieren, hat man im Lieferumfang eine Schablone dabei, so dass man hier relativ easy sich das anzeichnen kann und dann die Sache da ausschneidet. Also hier steht unser Gerät, unsere Heizung und wie ich eben schon erwähnt hatte, hier unten ist der Schlauch vom Dieseltank, also die Zuleitung Diesel und das ist das Kabel für die Dieselpumpe, damit das auch herein befördert werden kann. Und der Kamin, der kommt jetzt hier hinten in die Außenwand rein, ungefähr hier so. Und wir gehen dann mit der Abgasführung hier so durch und hier so raus. Und dazu muss ich natürlich erstmal hier die Dämmung wieder entfernen, damit wir hier auch ordentlich anzeichnen können und dann von außen das Ganze sägen können. Ich werde das dann auch noch abkleben, damit wir hier nicht die ganzen Späne wieder am Auto haben. Hier sieht man schön, das ist hier von außen diese Kante, die Karosse noch hat und das hier ist die gerade Fläche. Und das nutzen wir jetzt natürlich, um das hier schön mittig reinzubauen. Ja, was noch zu beachten gibt, der Wandkamin muss mindestens 30 cm unterhalb von Öffnungen zum Fahrzeug sein, wie zum Beispiel Fenster. Und wir sind ja hier mindestens 50 cm drunter, also das passt schon mal. Der Wandkamin darf nicht durch den Boden geführt werden oder durch die Decke, also nach unten oder nach oben. Und was auch noch gegeben sein muss, der Abstand vom Wandkamin zum Beispiel Tankstutzen soll mindestens 500 mm sein und ich habe hier vom Wandkamin bis zu unserem Tankstutzen, der ja hier an der Außenseite ist, habe ich gute 800 mm, 80 cm. Also nach den Vorschriften passt das und wir können ja den Platz nutzen und die Heizung kann ja schön unter der Sitzbank verbaut werden. Das war ja unser Wunsch, dass die hier verschwindet. Hier können wir auch von vorne eine Klappe dann ranmachen, sodass man für Servicetätigkeiten oder ähnliches rankommt. Und auch dazu kommen wir dann später noch, der Frostwächter, der hier unten mit reinkommt, einfach, dass man hier das zugänglich hat. Ich habe mir jetzt hier aus der Fensterschutzfolie, das ist hier diese blaue Rolle, habe ich mir
hier so eine Art Auffangwanne für die Späne gemacht beim Sägen, weil ich hier verhindern möchte, dass Späne im Auto rumfliegen, beziehungsweise sollen die auch nicht hier unten reinkommen, wo diese Hohlraumkonservierung ist, da man das dann immer nicht rausbekommt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Also ich habe mir von innen mit diesem Strich hier von oben markiert, wo die ungefähr die Mitte von dem Wandkamin ist. Und jetzt habe ich mir von außen die Schablone aufgelegt. Und jetzt können wir das Ganze bohren und ausschneiden. Schaut mal, das mit dem Späneauffang hat ja wunderbar funktioniert. Ich hoffe, man sieht das. Oh ja, das liegt ja alles drin. Und entgratet habe ich das Ganze auch schon, wie man hoffentlich gesehen hat. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Rostschutzfarbe drauf. Und dann will ich noch entscheiden, ob ich wie einen kleinen Rahmen baue, wo dieser Wandkamin einen besseren Halt hat. Ich habe mir jetzt hier aus unseren Fußbodenresten zwei so ein Stück Holz gebaut. Das setze ich dann hier so gegen. Beiden Seiten. Und dann hat der Kamin einen schönen Gegenhalt von hinten und zieht sich schön an die Hauptleitwand. Und bevor wir das Ganze installieren, mache ich jetzt hier in die äußere Nut noch die Dichtmasse, welche wir auch bei den Fenstern verwendet haben von Degassier. Damit das schön wasserdicht ist und dann wird das Ganze so eingesetzt. Der wird dann von außen halten und ich schraube die Sachen gegen. So sieht das Ganze jetzt fertig rangeschraubt aus. Also hier sieht man jetzt, dass ein bisschen Dichtwasser rauskommt. Hier sind die vier Befestigungspunkte. Und von innen sind jetzt hier unsere Siebdruckstückchen gegengeschraubt. Und da haben wir hier eine schöne Auflage, sodass das Blech richtig reinzieht und das hier bombig fest ist. So, von außen kommt jetzt noch diese Abdeckung hier drauf. Die werde ich heute erstmal nur mit zwei Schrauben fixieren, da die dann nochmal ab muss, wenn wir den Abgaskamin anbringen. Und dann war es das zwar für heute, aber in dem Video geht es jetzt gleich weiter. Und da machen wir dann weiter mit dem Anschluss vom Abgas und mit den ganzen Verkabelungen. Und dann kommen ja wie gesagt noch die Warmluftrohre, Frostwächter und so weiter. Aber heute geht es weiter mit der Heizung. Bevor die Heizung unter der Sitzbank installiert werden kann, muss ich noch zwei Löcher bohren. Und zwar haben wir einmal diese Truma Frost Control. Dazu muss hier der große Abgang im Loch gebohrt werden. Damit dann dieser Schlauch hier durch den Boden nach unten draußen geführt werden kann. Das Frost Control Ventil ist dazu da, die Frischwasserleitung, welche ja von unserer Wasserpumpe, also vom Frischwassertank, Richtung Heizung kommt. Das wird dann einmal hier angeschlossen und hier an die Heizung. Also es wird quasi in die Leitung zwischengeschalten zwischen Pumpe, Frischwassertank und Truma-Heizung. Und das Ventil reagiert bei Frost, macht dann auf, um die Leitung abzulassen, damit keine Frostschäden entstehen. Und man kann es natürlich auch mit den Rädchen hier händisch öffnen, um das Wasser abzulassen und selber vorzusorgen. Und das kommt mit unter die Sitzbank. Und ich habe jetzt schon mal zwei Plätze ausgesucht, wo ich die Löcher bohre. Also einmal für das und das zweite ist am Abgang vom Warmwasser. Das sieht dann hier so aus. Ist hier oben das Schnüffwusschen hier, auch eine Art Überlauf. Und da kommt dieser Schlauch ran und soll auch durch den Boden nach außen geführt werden, um das Wasser in dem Fall dann ja, aus dem Auto rauszubekommen. Genau, die zwei Löcher mache ich jetzt gerade, damit dann die... Ich kann das ja mal zeigen. Ja, hier seht ihr, es fehlt noch die Platte, damit ich die dann da aufsetzen kann und dann kann die Heizung auch festgeschraubt werden und ich kann diese Anschlüsse fertig machen.
Ja, und das zweite ist dieses Belüftungsventil. Dieses wird hier oben im Belüftungsschlauch angeschlossen. Das ist dieser hier, der auch nach außen aus dem Auto geführt werden soll. Genau, und die zwei Löcher bereite ich jetzt mal vor. Also ich habe mir das schon unterm Auto angeschaut. Platz ist da ja noch recht gut. Und ungefähr hier vorne läuft der, ich nenne es mal den Bauenzug, diese Verbindungsstange vom Handbremsseil lang. Und deswegen setze ich jetzt hier noch einmal so eine Kabeldurchführung ein. Hier so. Da kommt das vom Frostwächter ran, vom Frostkontroll. Und dahinter setze ich noch mal so eine kleinere ein. Hier so, wo dann das Ventil von dem Warmwasseranschluss dann durchgeführt wird. Genau. Ich mache das übrigens mit den Teilen, weil mir das besser gefällt, die Lösung, als hier nur durchzubohren und dann mit einer Karosseriedichtmasse das zuzuschmieren. So kann ich erstmal die Schläuche, und hier ist es ja auch ein Kabel, ordentlich durchführen. Sind wassergeschützt mit einem Dichtring. Ich kann das ordentlich zudrehen. Und ich habe mir hier nochmal einen Dichtring eingesetzt, der dann von unten gegen die Karosserie drückt. Und habe dann damit auch eine wasserdichte Verbindung, ohne was rumzuschmieren. Und genau, das gefällt mir ganz gut. Ja, die Teile hatte ich da. Und die größeren hier, die ist das M25. Die habe ich gestern noch im Baumarkt geholt. Da kostet so eine Dreiertüte irgendwie 5 Euro. Ich denke, das kann man ausgeben. Also wie ihr gerade gesehen habt, ich bohre immer zweimal vor. Ich nehme mal einmal 3 mm und dann nochmal 8 mm. Und jetzt gehe ich mit dem Stufenbohrer rein und bohre das auf den Durchmesser, bis die Kabeldurchführung durchpasst. Ich denke, einen noch. So, perfekt, haben wir schon mal das erste. So, bevor ich die Schlauchdurchführung einsetze, trage ich hier noch Rostschutz auf. Wieder dieser Metallschutzlack, so eine Art Hamarit, damit hier kein blankes Blech ist. Es geht endlich weiter mit unserer Heizung. Und zwar habe ich jetzt hier das Original Truma Abgasrohrset bekommen. Ich muss dazu sagen, wir hatten schon mal eins da. Das war zu kurz. Und das ist ein bisschen ein Thema. Es gibt bei diesen Abgasrohrsets 4 Varianten. 60 cm, 70 cm, 1 Meter ist dieses hier und 1,50 Meter. Und ich hatte das ausgemessen und war mir recht sicher, dass die 70 cm passen. Hat von der Frischluftseite her mit dem Schalldämpfer dran auch gepasst. Und auch das Schutzrohr, was über die Abgasseite kommt, hat gepasst. Aber ich nenne es jetzt mal den richtigen Auspuff, der jetzt hier bis an den Wandkamin rausgeht. Der muss so weit in den Wandkamin reingeschoben werden, dass der quasi ja, eigentlich außerhalb des Wagens ist. Und da haben dann ungefähr 10 cm gefehlt. Deswegen haben wir das Ganze zurückgeschickt, haben jetzt nochmal
das Meterset kommen lassen und das will ich jetzt verbauen. Das Teil ist frischluftseitig mit Schalldämpfer und diesem dünnen Flexrohr. Und das ist die Abgasseite. Und das seht ihr, das ist hier dieses große Schwarze. Und hier drin sozusagen, ich nenne es jetzt mal der Auspuff. Hoffentlich hat man es gehört, der Auspuff. Und so sieht das Ganze aus. Also das hat eine doppelte Wandung. Man hat ja außen das Rohr, hier innen eins. Und so ein bisschen wie beim Simson-Auspuff ist dann hier ringsrum mit Dämmwolle höchstwahrscheinlich, so sieht das aus, das Ganze gefüttert. Und wenn man das kürzen will, muss man das quasi hier rausnehmen und dann abschneiden. Aber ich glaube, ich komme genau mit dem Meter hin. Und das Ganze werden wir jetzt mal probieren. So, um den richtigen Sitz des Abgasrohres zu kontrollieren, habe ich hier von außen nochmal die Abdeckung abgemacht und hier sieht man richtig, wie schön das jetzt hier drin sitzt. Und genau, da passt das. Und da kann jetzt die Kappe wieder drauf und dann machen wir das drin fertig. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Am Ende biegt man sich einfach die Rohre zurecht und befestigt die hier mit den Schellen. Hier eine größere Schelle und hier vorne genau das gleiche, hier die Schelle, dann hier und drunter, da ist ein Bügel dabei. Man muss aber da sagen, es ist ja bei der Truma-Heizung alles im Lieferumfang enthalten, um das zu befestigen. So, jetzt haben wir das auch dran und jetzt werde ich mich ja damit beschäftigen, die Wasserleitungen und die Warmluftverrohrung schon mal zu legen. Zumindest da, wo wir jetzt wissen, wo wir hingehen. Das braucht man auch, um dann hier hinter dem Gurtbock mit der Küche weiterzumachen. Da dann unten am Boden ja ein gewisser Abstand noch gelassen werden muss und wir haben da schon angefangen, die ersten Teile anzufertigen. Und da müssen wir dann nämlich noch die Ausschnitte machen, wo die ganzen Schläuche und Rohre durchgehen. Und deswegen räume ich jetzt erstmal das Auto auf und ein paar Kisten raus. Da stehen noch ein paar Elektronikkisten hier hinten rum. Ihr seht es ja hier ein bisschen. Und mache mir Platz. Und dann hole ich die Wasser- und Heizungsluftinstallationssachen rein. Und ja, fange mir mal an, die Schläuche zu verlegen. So, ich habe mir mal ein bisschen Platz gemacht, eben schon sagte, und habe mir jetzt mal die ganzen Sachen hier reingeholt, die wir verbauen. Ich muss dazu sagen, wir haben auch bei der Warmluftverteilung nur Truma Originalteile bestellt. Also wir haben hier diesen UR-Schlauch, muss 65 mm Durchmesser haben. Dann haben wir diverse Stützen, hier T-Stücken, hier haben wir ein Y-Stück, dann habe ich 90 Grad Winkelbögen, dann so eine Befestigungsschellen und dann die verschiedenen Auslässe. Truma regelt da recht klar in der Anleitung, was man wie verbauen soll. Unter anderem gibt es ja diese verschließbaren Stutzen. Und wenn man an einem Leitungsende einen verschließbaren Stutzen verbaut, muss man eine zweite Öffnung verbauen, die nicht verschließbar ist. Das sind ja dann diese, die aussehen wie solche Gitter hier. Und da halten wir uns natürlich dran. Weiterhin steht drin, dass wenn man ein Rohr hat, was weniger als 50 cm Länge hat, dass man so eine Art Siphon einbauen muss. Ich vermute einfach, das sind Sicherheitsgründe, dass die Luft, die dann bei weniger als 50 cm so warm ist, dass man sich da verletzen kann und man deswegen so eine Biegung einbauen soll, dass das nicht so stark strömt. Genau, die mit den verschließbaren Endstücken, das ist wohl eher der Grund, dass kein Wärmestau in der Heizung entsteht.
ja, jetzt gilt es, den ganzen Spaß zu verlegen. Mir geht es ja darum, genau hier, wo das ganze Material jetzt liegt. Und dort sind die Anschlüsse, dass ich hier schon mal die Rohre und auch die Wasserschläuche verlege. Da wir dann die Küche hier drüber bauen wollen und wir schon die ein bisschen was vorbereitet haben hier, diese Wände, müssen wir dann ja unten noch Platz schaffen, um diese Verrohrungen durchführen zu können. Also mache ich es quasi andersrum. Es wird jetzt verlegt und dann passe ich diese Platten an. Die kriegen dann Ausschnitte entsprechend. Genau. Ja, wir hatten jetzt schon mal einen groben Plan gemacht, wo die Warmluft rauskommen soll. Aber wenn man jetzt so da hockt mit dem ganzen Zeug, ist das nochmal so ein Thema, wie man das jetzt am besten verlegt. Aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall ist es auch eine Erfahrung aus dem Adria, wenn da die Heizung lief, die wunderbar funktioniert hat, das war ja auch eine Dieselheizung, war der ganze Wagen warm, aber im Bett war es kalt. Könnte man jetzt schön reden, soll ja kühl sein beim Schlafen, aber mit den kleinen Kindern, wenn die da mal auf dem Bett rumtoben oder so und man es da warm haben möchte, war das so gut wie nicht möglich. Es war einfach, in der Garage waren Ausströmer und im Bad und dann halt immer in den Wohnbereich rein. Und wir wollen jetzt uns gerne ein Schlauchende legen, dass wir auch unser Bettbereich warm lüften können, wenn wir wollen. Und da wollen wir hier so einen verschließbaren verbauen. Wo genau wir den Auslass machen, das weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig. Aber das kriegen wir schon hin. Genau, das soll höchstwahrscheinlich hier an der Fahrerseite sein. Ja. Dann soll auch ein Schlauchende in der Dusche sein. Und wir wollen eins so positionieren, dass es die Warmluft, also vermutlich unter der Sitzbank durch, direkt nach vorne ins Fahrerhaus noch strömen lässt. Okay, ich beginne mal hier das Chaos ein bisschen zu ordnen. Die Installation unserer Heizung fast vollständig abgeschlossen. Gestern haben wir ja so richtig unsere Elektronik fertig angeschlossen. Also es war ja schon eine ganze Weile gut vorbereitet und weitestgehend alles dran, bis auf die 12 Volt Verbraucher, also eigentlich das, was mir dann gefehlt hat, um die ganzen Sachen zu testen. Und da konnte ich gestern das erste Mal diese Heizung anschmeißen und bin total happy, dass alles funktioniert. Sie läuft über 230 Volt, sie läuft über Diesel mit 12 Volt, sie läuft im Kombibetrieb. Herrlich. Genau, es ist alles dicht. Diesel wird gepumpt. Es riecht nicht nach Abgasen hier drin. Hat ja immer noch mal so ein paar Bedenken, ob das alles da hinten mit den Anschlüssen hinhaut. Aber das passt. Und es wird richtig muckelig warm. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz als Abschluss des Videos unsere Bedienung der Truma-Heizung und genau, da könnt ihr sehen, dass das hier funktioniert. Dann nehme ich euch mal mit in die Küche. So, wir haben uns ja entschieden, unsere Anzeigen hier hinten hinzumachen, so dass wir in der Theorie hier vom Bett aus daran greifen können. Und ihr seht, hier ist die Truma-Bedienung. Ist auf 20 Grad jetzt aktuell eingestellt. Hier oben der Pfeil zeigt an auf rein Elektrobetrieb. Und jetzt hier die Temperatur regeln. So, jetzt gehen wir mal ins Menü rein. Und da seht ihr schon, ich kann jetzt hier über dieses Symbol, was da blinkt, die Gasflasche, wenn ich da reingehe, kann ich einstellen, ob ich hier
über Dieselheizer, über Diesel mit 900 Watt Strom, über Diesel mit 1800 Watt Strom. Dann kommen wir zu rein elektrisch. Da habe ich Stufe 1 900 Watt und Stufe 2 1800 Watt. Wenn ich jetzt mal auf meinen Mix gehe, nehmen wir mal den hier. Diesel mit 800 Watt zusätzlich elektrisch, bestätige das. Gehe dann mal hier auf meine höhere Stufe, also auf die High-Stufe der Lüftung. Und dann regeln wir mal die Temperatur hoch, damit es anspringt, auf 30 Grad. Genau, dann gehen wir mal vor zur Heizung. So. Und dann hört er, wie die anfängt zu arbeiten. Und was ich jetzt natürlich euch schlecht im Video zeigen kann, hier kommt richtig muckelig warme Luft raus. Und genau, hier hinten fehlt noch die Verkleidung, um den Abschluss von dem Heizrohr zu machen. Dann haben wir hier noch eins. Das mache ich jetzt gleich fertig, kann ich euch mal zeigen. Habe ich hier mir vorbereitet, so eine Holzplatte, da verschwinden hier die Schrauben von dem Gurtbock. Hier ist das Loch für das Gurtschloss, wo das durchkommt. Und diese Verkleidung schraube ich gleich jetzt hier vorne an. Und da haben wir hier unten, das ist einfach nur eine Belüftung, weil die Heizung ja Luft ziehen muss. Und hier vorne haben wir einen Warmluftauslass, wo dieses Rohr angeschlossen wird. Genau, so sieht es dann aus. Heizung läuft. Letzte Part bei der Heizung sind quasi noch die Verlegung von dem letzten Warmluftrohr. Dieser Schlauch, den ich jetzt hier einfach nur mal provisorisch reingehangen habe, der geht ja bis in die Dusche. Aber das ist ja jetzt nicht so ein Akt, das Ganze noch zu verlegen. Da müssen halt ein paar Löcher gesägt werden und dann kommt ein Warmluftauslass in die Dusche. Ja, in diesem Sinne beende ich dieses Video der Heizung. Es funktioniert alles. Wir sind mega happy. Wir sind gespannt, wie sich die Truma Kombi D6E in der Praxis macht und finden es aber jetzt schon ganz geil, wenn ich über den Landstromanschluss, so wie wir es ja jetzt hier zu Hause schon testen, einfach 1800 Watt auswähle und das rein elektrisch laufen lasse, dass nichts tickert. Man hört fast gar nichts von der Heizung, vor allem draußen ja nicht. Drinnen hört man natürlich das Gebläse und da sind wir sehr gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!